Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über mein Aufgehege oder Krümels Aufgehege. Ja, das ist Krümels Auslaufgehege von oben. Ich finde es sehr klein, aber demnächst werde ich es größer machen, weil ich habe noch keine Zeit dafür gefunden, so richtig das wieder groß zu machen. Hier in der Ecke ist schön schillern, was ich nächsten Sonntag sieben werde. Und es ist mir einfach zu viel Gekölle und was weiß ich, was da alles drin ist. Dann werde ich das sieben. Und das könnt ihr dann Sonntag sehen und alle Infos, wie ich das mache. Und könnt ihr ja dann auch machen. Genauso wie ich, weil, ja, nächste Infos findet ihr dann nächsten Sonntag. Und ja. Hier in der Ecke ist so die kleine Steinecke. Ja, hier habe ich einfach ganz viele Steine, weil ich glaube, in der Wüste sind ja auch ein paar Steine, da wo ihr herkommt. Sie sind ja so ein, ob rausgecheckt haben, sie sind ja Wüstenbewohner. Und da sind ja, glaube ich, auch ein paar Steinchen. Und dann habe ich da halt immer welche hingemacht, dass er da auch ein bisschen klettern kann. Und ja. Hier ist halt noch sind halt Röhren. Hier ist das Haus aus dem Terrarium. Kennt ihr bestimmt noch. Ja, daneben habe ich Futter. Das ganze meine Futter von ihm habe ich in so einer kleinen Kartenschachtel reingemacht. Und ja. Hier ist das Laufrad mit einem Durchmesser von 20 cm, wie das andere im Terrarium auch. Nach Vorteil oder was gut an dem ist, ist es groß. Und das war's. Und es läuft. Also es kann da gut drin laufen. Aber der Nachteil ist, wenn er hier läuft, rutscht er immer hier runter, weil dafür, das ist noch schief. Ups, es ist noch schief. Es wäre ja so gerade, aber es ist schief. Ja, er läuft dann immer und rutscht dann hier halt immer runter. Zwar sind hier so eine Rillen, das ist auch gut. Aber, ja, und hier steht geräuscharm. Da stand, dass es geräuscharm ist, aber es ist gar nicht geräuscharm. Wenn er erstmal läuft und loslegt, ist es richtig laut. So, das war's mit diesem Video.